Was mit einem Verkehrsunfall beginnt, soll sich für Clara Stern und Norman Winter gleich zu einem höchst dramatischen Einsatz entwickeln. City 204 für Berolina. City 204 hört. Weserstraße 53 bis 59. Anruferin Frau Barner meldet eingeschlossene Personen nach VU. RTW rollt, sondern Wegerechte sind euch freigegeben. Ja, wir fahren Weserstraße zum VU. Auf einem Firmengelände in Neukölln ist eine Schwangere aus bisher ungeklärter Ursache in einen Palettenstapel gefahren. Die Lage ist dramatisch. Guten Tag, Sie haben uns angerufen? Ja, hallo. Sind Sie verletzt? Nein, ich nicht, aber meine Schwester und das ging alles so schnell. Hallo? Ganz ruhig, ganz ruhig. Lassen wir uns erstmal nach Ihrer Schwester gucken. Sind Sie Sie sind aber sowas von verletzt. Ja. Ich guck mal nochmal in Atem nach. Irgendwo verletzt, irgendwo Schmerzen? Ja, für die 204. Sie hören, was ich sage? Können Sie? Okay. Warte mal. Versuchen wir mal hier die Tür aufzumachen. Ja, ist ein bisschen. So. Okay, kommen Sie erstmal hier vorsichtig raus. Irgendwo irgendwas wehgetan, wo Sie jetzt nicht mehr. Ich sehe es schon, okay. Genau. Ja, und dann zeigen Sie mal Gesicht. Ja, okay, sieht mal hin. Kommen Sie erstmal mit raus. Ja, soweit. Ja, der Rettungswagen ist gleich da. Alles gut, alles gut, alles gut. Verstehe. Sehen Sie sich mal. Ja, sehen Sie sich mal kurz an. Ich höre, glaube ich, schon, jetzt müsste gleich der Rettungswagen kommen. Okay. Der Rettungswagen ist schon da. Ja, schon mal. Gucken Sie mal. Wir bringen Sie erstmal zum Rettungswagen. Vorsichtig, ja. Bitte? Ja, kurz mit. Schwindelig. Ja, ganz ruhig. Scheint ein bisschen schwindelig zu sein. Verkehrsunfall, sieht er. Ja. Ordentlichen Kratzer. Knickt immer wieder weg. Knickt immer wieder weg. Glaubst du? Ja, na klar. Nehmen Sie mal. Habt ihr so? Okay. Und bei ihm ist alles in Ordnung? Wirklich? Ich meine, der Airbag hat ausgelöst. Ja. Also mir geht's gut, aber meiner Schwester soll geholfen werden. Okay, also Ihrer Schwester wird jetzt erstmal geholfen. Versuchen Sie sich noch mal zusammen. Was ist passiert? Ja, wie gesagt, ich bin hier reingefahren, dort hinten mit dem Auto und wollte dann links auf den Parkplatz rauffahren. Und auf einmal kam ein lauter Knall, so richtig, richtig laut. Und dann war es wie, als könnte ich den Wagen nicht mehr führen, als würde ich die Kontrolle verlieren. Der Knall war, bevor Sie da gingen. Ja, davor, davor. Ist der Reifen geplatzt oder was ist da passiert? Ja. Der Reifen ist geplatzt. Aber ich weiß nicht wieso. Vielleicht bin ich auf irgendwas raufgefahren. Ja, nee, das sieht jetzt hier erstmal nicht so danach aus, als ob man hier auf irgendwas rauffahren könnte. Ja, ich bin auch eine gute Autofahrerin. Ich hatte noch nie einen Unfall und ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären, wie das passieren konnte. Ist irgendwas ausgebrochen? Also hier Airbags natürlich auch ordentlich ausgelöst. Ich kann mir das echt überhaupt nicht erklären. Okay. Das ging auch alles so schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich da was hätte tun können. Sieht mir doch ganz aus wie ein Projektil. Hast du. Hat man ein Tütchen hier? Hast du die Wunde von der Schwester gesehen? Von dem Arm? Die hatte doch hier am linken Arm so einen extrem ziemlich langen Kratzer. Das Fenster bei ihrer Schwester war offen. War es offen gewesen? Sie hat halt den Radiosender verstellt und das Fenster aufgemacht, weil es so warm war heute und ein bisschen frische Luft. Und sieht man Aber was hat das denn alles mit dem Unfall zu tun? Naja, das sieht mir hier ganz klar nach einem Projektil aus. Das heißt also, erste Vermutung ist, dass irgendjemand auf Sie geschossen hat. Was? Jetzt gilt es zu klären, ob sich der Schuss versehentlich gelöst hat oder ob es der Schütze gezielt auf eine der beiden Schwestern abgesehen hatte, die hier als Reinigungskräfte arbeiten. Ja, und also dann, Sie waren noch da vorne? Ja, ich bin da vorne langgefahren und dann hat es geknallt. Und, okay, also gehen wir dann davon aus. Rechte Seitenfenster rein. Kommt er eher aus der Richtung, also von da oben wird es jetzt nicht gewesen sein. Bleiben Sie mal hier bei Ihrer Schwester? Ja, sind Sie so lieb? Ja. Wir gehen mal gucken. Bleiben Sie mal kurz hier. Wir würden jetzt mal kurz nach draußen, ja? Also ich gehe mal davon aus. Mal gucken, wer hier ist. Kann ja nicht sein. Das muss ja, wenn es einen Knall gab, muss das ja auch noch jemand anders gehört haben. Ist die Tür offen? Hallo, Berliner Polizei. Hallo. Und jetzt die Tür auf. Ach, guck mal, hier scheint jemand zu sein. Hallo, die Berliner Polizei. Ja, aber bitte nicht unangenehm. Hallo. Was wollen Sie plötzlich in meinem Büro?
Ja, wir wollten Ihnen mal ein paar Fragen stellen. Ja, aber nicht jetzt. Können Sie nicht später wiederkommen? Nee, wir hätten jetzt die Frage. Ja, nee, aber das interessiert mich nicht. Sie kommen hier einfach so ungefragt rein und das passt mir überhaupt nicht. Kommen wir gerade ungelegen? Ja, sehr. Ich bin sehr beschäftigt und habe auch keine Lust, irgendwelche Fragen gestellt zu bekommen. Okay, vielleicht... Vielleicht machen Sie einfach die Tür von außen wieder zu. Nee, vielleicht machen wir nicht. Sagen Sie mal der netten Dame unter Ihnen, dass Sie da vielleicht mal vorkommen soll. Also... Ganz entspannt. Ne. Mhm. Okay. Also das war Ihre Beschäftigung, ja? Ja, ich bin beschäftigt, sehen Sie ja. Nee, also jetzt können Sie vielleicht mal unsere Privatsphäre einfach mal... Bitte. Hören Sie mir doch mal bitte zu. Auf Ihrem Parkplatz ist ein Verkehrsunfall passiert. Das kann ja jetzt wohl nicht dein Ernst sein. Was machst du denn hier? Hallo? Denn hier? Hallo, kennen Sie den Herrn? Also, ja, natürlich. Ich hatte eine Affäre mit ihm. Eine Putzfrau? Du hast mich geschwängert, du mieses Schwein. Erst hast du mich flachgelegt, dann hast du mich geschwängert. Du hast gesagt, du verlässt deine Frau. Du hast mir deine Liebe geschworen. Geschworen. Du hast versprochen, dass du deine Frau verlässt. Hast du alles falsch verstanden? Dann ziehst du mich ab, weil ich schwanger bin und bist mit dieser blöden... Hallo. Sie gehen mal bitte jetzt auch. Ja, grundsätzlich muss man in so einer Situation einfach professionell reagieren. Also es wird immer Situationen geben, die einem vielleicht auch selber unangenehm sind. Aber das muss man einfach hinten anstellen. Wir sind nun mal Polizisten. Wir haben mit dem Querschnitt der Bevölkerung zu tun. Und da hat jeder so seine schwarzen Schäfchen, sage ich mal. Und das ist grundsätzlich für uns kein Problem. Die Sache ist die, wir haben natürlich jetzt hier andere Sachen erstmal zu klären, warum Sie verletzt sind, wer auf Sie geschossen hat, diese zwischenmenschlichen Probleme, die jetzt hier herrschen und die Sie mit diesem Herrn anscheinend haben. Und der Richtige könnte es ja wohl auch... Sie bleiben mal hier. Bleiben Sie mal bitte hier. Warte. Kommt von oben, kann nicht sein. Wir haben noch eine Baustelle. Was ist denn hier los? Oh, was ist hier los? Was ist denn hier? Aber jetzt die Waffe runter. Hier ist die Polizei. Die Waffe runter. Ja. Nimm die Waffe runter. Nimm mal die Waffe runter. Nimm die Waffe runter. Nimm die Waffe runter. Das glaube ich nicht. Nimm die Waffe runter. Nee, bitte, bitte. Lassen Sie es. Mein Sohn. Sie bleiben da ohne weg. Bleiben Sie. Was machst du denn, Leo? Das ist deine Schuld. Wieso meine Schuld? Ja, weil du mit dir Sie gehen mal kurz weg. Nee, lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Nee, Sie merken noch, dass Ihr Sohn jetzt gerade mit dir. Das ist doch nur wegen dir. Alles gut. Du schläfst mit jeder Frau. Aber mit dir trennt sich Mama, lass mich in Ruhe. Geh! Das hat doch alles nicht Geh einfach! Tun. Was ist denn los gewesen? Lassen Sie doch mal Ihren Sohn sagen. Was ist denn passiert? Du schläfst mit jeder Frau und deswegen trennt sich meine Mutter von ihm. Aber ist doch gar nicht wahr. Natürlich ist es doch mit dir, hast du doch bestimmt auch geschlafen. Aber das ist doch alles. Ja, ganz schön. Geh doch einfach. Geh! Und du hast geschossen? Warum? Ja, das ist wegen dieser anderen da. Mensch, wegen welcher anderen jetzt? Ah, er schläft auch mit dieser Putzfrau, die hier ist. Ich wollte sie einfach meine Pistole aus dem Schreibtisch geklaut. Ja, aus deinem Schreibtisch, ist ja nicht schwer. Meine Güte, die war doch abgeschlossen. Ja, an deine Schlüssel kommt man auch nicht dran. Dafür habe ich dir nicht das Betriebspraktikum hier gegeben. Ja, ich wollte es nur machen, dass sie endlich geht. Ich wollte dir auch noch einjagen. Aber das ist doch Unsinn, was du da gemacht hast. Nein, okay, ist es nicht. Jetzt nochmal. Also, du hast jetzt hier aus dem Fenster geschossen auf das Fahrzeug, womit jetzt ein Verkehrsunfall passiert ist. Du hast auch auf die Schwester von der Putzfrau geschossen. Die ist jetzt auch verletzt, das weißt du ja. Nein. Ja. Also du wolltest nicht, dass da noch jemand im Auto sitzt. Ich wollte nur, dass Aber du bist doch schon groß. Du weißt doch ganz genau, dass du mit einer Pistole nicht auf irgendein Fahrzeug schießen darfst. Auf das Reifen. Was auf das Reifen? Ja, ich habe nur auf den Reifen geschossen. Da passiert doch nichts. Du hast zweimal geschossen und ein Projektil ist durch die geöffnete Beifahrertür. Hat die Frau gestreift, die hat einen Streifschuss am Arm und ist drüben in der Tür hängen geblieben. Das sind natürlich alles nicht Schönes, was hier dein Vater fabriziert hat, aber... Er ist erst 13, also insofern ist er eh nicht strafbar. Ja, es spielt keine Rolle. Ja, aber er hat sich strafbar ermittelt gemacht. Wurde er trotzdem. Hallo? Okay, also, wie schon gesagt, ihn nehmen wir jetzt mit. Ja. Sie folgen uns einfach am besten. Fahren Sie mit Ihrem Fahrzeug mit. Ja, ich bringe auch den Waffenschein mit. Ja, aber natürlich. Und du kommst jetzt erstmal mit. Und die war auch gut verwahrt, die Waffe insofern. Naja, offensichtlich Ich verstehe nicht. Ja, normalerweise ahne ich also ja nicht, dass kriegen das Sie auch einen verfahrenen Hals. Na, aber wieso denn? Und ich sage mal, mit Sicherheit wird den also auch... Ja, aber der wird den aberkannt. Aber der ist hier für die Firma. Als Schutz. Okay, also wie schon gesagt. Zeigt sich hier natürlich wieder, dass also auch so 13-Jährige doch ganz schön was mitkriegen, was irgendwie verkehrt ist in der Familie. Und dann sehen sie irgendwie wahrscheinlich gar keinen Ausweg, als sich da einzumischen und hat auf das Auto geschossen, hat dadurch natürlich auch eine Frau erheblich verletzt. Ist eine gefährliche Körperverletzung, aber er ist ja erst 13, damit strafunmündig und da wird dann gar nichts passieren. Dankeschön. Wo fahrt er hin?
Wo bringt er sie hin? Ich meine, noch so, okay, noch so als Info, die junge Dame ist schwanger, hat sich gerade geoutet, dass er schwanger ist. Und bezüglich dessen würde ich sagen, dass er auch mal ärztlich angeschaut wird. Ja, ich habe ja gar nicht darüber nachgedacht. Ja, ist okay. Okay. Also wie schon gesagt, ja. Okay. Alles klar. Also, gute alles Besserung, gut, ja? Mann. Ach, ich setze mich mal da hinten zu Junior, damit der keinen Blödsinn macht. Setz dich mal zu Junior. Sehr aufmerksam, ja, danke schön. Der 13-Jährige muss sich vor dem Jugendrichter verantworten. Seinen Vater erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die beiden Schwestern haben eine neue Anstellung gefunden.